Hallo YouTube Deutschland, willkommen zurück auf meinem Kanal und zum zweiten Türchen des Advent of Code 2022, dem Coding Adventskalender. Gestern war ein Warm-up-Tag, die Aufgabe war relativ simpel. Auch heute ist ein Warm-up-Tag, aber das haben die Jungs gut gemacht. Es gibt einen Twist. Und zwar der Twist hier ist, dass man versucht, man sieht ja erstmal nur Part 1. Und Part 2 wird ja erst uncovered oder wird erst aufgedeckt, wenn man Part 1 richtig gelöst hat. Das heißt, man muss, für viele besteht ein Sport darin, also aus dem Part 1 heraus zu erahnen, wohin die Reise mit Part 2 gehen könnte, um dann sozusagen die Implementation für Part 1 schon geschickt so auszulegen, dass mit wenigen Modifikationen Part 2 gleich miterledigt werden kann. Das ist mir heute nicht gelungen. Ich hätte also im Prinzip zwei unterschiedliche Implementationen gehabt, zwei unterschiedliche Programme gehabt, die einmal Part 1 und ein anderes Programm für Part 2 lösen. Ich habe mich dann aber dann doch entschieden, nachdem Part 2 aufgedeckt wurde, dass ich zurückgehe und ich habe Part 1 neu implementiert, damit ich genau so eine elegante Implementierung verwenden kann, die sozusagen beide Parts lösen kann. Und dann also da die Gemeinsamkeiten der beiden Aufgabenstellungen herauszustellen. Part 2 ist in gewisser Weise das Inverse zu Part 1, aber eins nach dem anderen. Also wir spielen eine gepflegte Runde Schere, Stein, Papier und wir bekommen ein Strategiepaper zugesteckt, das es uns ermöglichen soll, zu gewinnen, aber so, dass es nicht offensichtlich ist, dass wir geschummelt haben, dass wir einem Plan folgen. Also der Plan könnte so ausgelegt sein, dass wir jedes Mal gewinnen, aber stattdessen mischt der Plan Siege, Niederlagen und Unentschieden, sodass es nicht so sehr auffällt und wir am Ende aber gesichert gewinnen. Jetzt wollen wir aber dieses Strategiepapier prüfen, indem wir den totalen Score berechnen, den wir rausbekommen, wenn wir dem Strategiepapier folgen. Ja, das Papier sagt, ist ja auch wieder das Testbeispiel oder das Demonstrationsbeispiel. Irgendwo hier oben steht es: A steht für Stein, B steht für Papier, C steht für Schere. Ja, ABC, also einmal durch, Stein, Papier, Schere. Demgegenüber steht X ist auch Stein, Y ist auch Papier und Z ist auch Schere. Ja, also wir sollen A, Stein beantworten mit Y, Papier. Dann B, wir sollen Papier beantworten mit X. Stein. Ja, das heißt, die erste Runde gewinnen wir, die zweite Runde verlieren wir und bei der dritten Runde wir sollen Schere C beantworten mit Schere. Es gibt also ein Unentschieden. Ja, also einmal gewonnen, einmal verloren, einmal ein Unentschieden. Das ist auch nur das Demonstrationsbeispiel. Der eigentliche Input ist ja dann wie üblich hier Get Your Puzzle Input. Den habe ich mir ja auch schon rauskopiert. Das Strategiepapier ist also 2500 Zeilen lang und am Ende des Tages sollten wir gewinnen. Hoffentlich. So, jetzt rechnen wir also Part 1 durch. Wann haben wir gewonnen, wann haben wir verloren, wann haben wir unentschieden und rechnen daraus den Score aus. Und der wird wie folgt berechnet, etwas konvolutet. Und zwar, hier stand das irgendwo. Ach da, genau. Wenn wir Stein gewählt haben, dann gibt es einen Punkt. Wenn wir Papier gewählt haben, gibt es 2 Punkte. Wenn wir Schere gewählt haben, gibt es 3 Punkte. Plus, wenn wir verloren haben, gibt es 0 Punkte. Wenn wir unentschieden gespielt haben, gibt es weitere 3 Punkte. Und wenn wir gewonnen haben, gibt es weitere 6 Punkte. Also wenn wir zum Beispiel Schere spielen und gewinnen, dann gibt es 3 plus 6, also bis zu 9 Punkte pro Runde zu holen. So, aber es lohnt nicht immer Schere zu spielen, weil wenn der andere gegenüber dann ganz viel Stein spielt, dann haben wir 3 plus 0, dann gibt es 3 Punkte. Wenn ich mit einem Stein gewinne, wenn ich mit einem Stein unentschieden spiele, gibt es aber schon mal mindestens 4 Punkte. Also es ergibt Sinn, eher auf Sieg zu spielen, als jetzt aus Schere, Stein, Papier oder günstig zu wählen. So, das. Ja, weil die Implementation jetzt schon darauf ausgelegt ist, Part 1 und 2 beides zu lösen, reden wir vielleicht mal lieber auch über Part 2. Wir haben das Strategiepapier missverstanden. Ja, beim ersten Anlauf war ja A Stein,
B Papier und C Schere und XYZ war auch Schere, Stein, Papier. Jetzt sagt uns aber der Urheber dieses Strategie-Papers, nein, XYZ ist nicht, steht nicht für Schere, Stein, Papier, sondern X bedeutet, ich solle verlieren, Y bedeutet, ich solle unentschieden spielen und Z bedeutet, ich solle gewinnen. So, das heißt, das heißt, das Scoring, das bleibt gleich, aber dieses Strategie-Paper wird eben anders interpretiert. So, statt hier Gegner-Move und mein Move auszuwerten gegen Sieg, Niederlage, Unentschieden, habe ich den Gegner-Move, ich habe das gewünschte Ergebnis und muss jetzt also invers berechnen, was hätte denn mein Move, was hätte denn meine Handfigur sein müssen, damit dieses Ergebnis so eintritt, gegeben, was der Gegner gespielt hat. Ja, deswegen meinte ich, Part 2 ist sozusagen das Inverse zu Part 1. Sondern in beiden Fällen, bei Part 1 wie auch bei Part 2, geht es dann am Ende um die Frage, was ist denn mein Score, wenn ich dem Strategiepapier folge? Unterscheiden tut sich das ganze Spiel nur darin, dass das Strategiepapier anders interpretiert wird. So, wie habe ich das also implementiert? Ich habe hier wieder meinen Source Loader wie gestern. Da habe ich einmal RawX, da habe ich das Beispiel, das Strategiepapier, das beispielhaft gegeben wurde. Ich habe dann für den ersten Part und für den zweiten Part, also je nachdem, wie das Strategiepapier interpretiert wird, die Punkte. Und dann gegenüber von RawX habe ich dann Raw ist eingelesen, die Input-Datei, also der für mich individualisierte Input. So, aber jetzt anders als gestern haben wir hier noch mehr in der Source Loader. Es ist nicht nur ein Source Loader, es ist allgemein eigentlich eine Art Sources. Ja, vielleicht sollte ich es umbenennen, nicht Source von Source Loader in Sources. So, was haben wir hier? Ich habe mir hier ein paar Größen geschaffen: Rock, Paper, Scissors, sind beide Strings. Aber weil ich daraus Variablen gemacht habe, kann mich meine IDE später unterstützen, dann kann ich mich nicht vertippen. Wenn ich hier Rock falsch schreibe, dann ist es ein Syntaxfehler für Python. Nur wenn ich Rock richtig schreibe, dann ist dieses Skript überhaupt ausführbar. Also auf diese Weise habe ich mir sozusagen skriptweite globale Größen geschaffen. So, Beats, also schlägt. So, Stein schlägt Schere, Schere schlägt Papier, Papier schlägt Stein. Und Fails ist invers dazu. Ja, Schere wird besiegt von Stein, Papier wird besiegt von Schere und so weiter. Dann habe ich hier noch ein paar andere skriptweite Globals. Left, Draw, Right. Ja, Left steht für links hat gewonnen, Draw steht für unentschieden, Right steht für rechts hat gewonnen. Simulate Round. Weiß nicht, ob ihr bei Python diese Sternnotation kennt. Sternnotation heißt, alles, was nach dem Stern kommt, sind jetzt Keywords. Ja, also wenn ich diese Funktion aufrufe, dann muss ich immer explizit sagen, was ist links, was ist rechts, was ist Result. Ich kann nicht einfach drei Objekte der Reihe nach in die Funktion eingeben, das hier unterbindet der Stern. Ja, wenn ich den Stern wegnehmen würde, dann kann ich jetzt da beliebig drei Größen reinwerfen, aber durch den Stern erzwinge ich, dass alle Parameter der Funktion ausschließlich als Keywords aufgerufen werden dürfen. So, ich nehme also drei Größen an, die String oder Non sein dürfen, und ich gebe ein Tupel mit drei Strings zurück. So, als erstes wird geprüft, dass von den drei möglichen Eingaben höchstens eine Non ist. So, Checkint 0 wird hier jedes Mal, wenn arg none ist, arg läuft die drei Argumente durch, plus 1, wenn Check größer 1 ist, hau raus. So, und jetzt gibt es also die Fälle. Das hier ist übrigens falsch. So, es muss genau einer muss none sein, sonst ist, ja, es muss genau einer none sein. So, wenn links derjenige ist, der none ist, ja, ich muss also aus rechts und dem Result rausrechnen, was links hätte sein müssen, um damit der Result so eintritt, gegeben, was rechts spielt. Und da gibt es nicht viel anderes zu tun, als entsprechend Fallunterscheidung durchzuführen. Ja, also
wenn links None ist, also rechts ist gegeben, der Move von rechts und der Result ist, links soll gewinnen, dann gucken wir uns eben raus, wogegen verliert rechts denn, paaren das mit rechts und dann geben wir dieses Triplet raus. Ja, das ist also der Move von links, das ist der Move von rechts und das ist der zugehörige Result. So, wenn links ein Fail von rechts ist, also links schlägt rechts zusammen mit rechts, dann sagt, dann steht der Result für left. So, Result ist left, Result ist right, ja, statt Fails dann also Beats, ja, was auch immer von rechts geschlagen wird, wird mit rechts gepaart und dem Result, das rechts gewonnen hat. Wenn der Result Draw ist, dann ist links gleich rechts, also kann ich rechts, rechts Result zurückgeben. Ansonsten gibt es hier eine Sanity Check oder hier wird ein Fehler abgefangen, wenn Result keine sinnvolle Eingabe war, also Left, Right oder Draw war. So, das ist, wenn Left None ist oder wenn Right None ist, dann ist sozusagen die gleiche Logik, nur umgekehrt. Ich muss immer zu Left dasjenige paaren, was zum Result gehört. Fertig aus. Am Ende gibt es auch wieder die Fehlerbehandlung. Der dritte Fall ist dann noch etwas spannend oder davon abweichend. Hier ist es jetzt so, Left ist bekannt, Right ist bekannt, Result aber ist None. So, dann wird geguckt, ist rechts etwas, das von links besiegt wird, dann ist der Result Left wins oder links gewinnt. Ist rechts etwas, das links besiegt, dann ist der Result, dass das Ergebnis rechts gewinnt. Ja, und wenn links und rechts das gleiche ist, dann ist das Ergebnis unentschieden. Beziehungsweise wird dann hier auch wieder ein Fehler geworfen, wenn links und oder rechts keine sinnvollen Eingaben waren. So, das ist also meine Simulate-Round-Funktion, die zu einer fehlenden Eingabe die passende Einsetzung raussucht. So, und damit kann ich dann in Part 1, hier ist die Part 1-Funktion, ich habe hier wieder meinen Test. Wie gestern, also ich prüfe, ob anhand des Anschauungsbeispiels das Richtige rauskommt. Und dann gibt es den Main-Teil. So, dann gibt es hier also Part 1. Ich definiere hier die Winning Condition, die Gewinnbedingung für rechts aus der Perspektive von rechts. Das ist meine Perspektive. Ich habe mich entschlossen, dass ich gegen den Spieler links antrete. So, der Score ist erstmal 0. Dann hole ich mir aus dem Input String, der Input String ist hier entweder ja, das Raw X oder das Raw aus der Input Text Datei. Ich gehe dieses Raw Zeile für Zeile durch, splitte das an dem Leerzeichen, dann gibt es zwei Buchstaben, einen linken und einen rechten Buchstaben. Dann werden der linke und rechte Buchstaben anhand dieser Figure Map aufgelöst. Ja, A ist Rock, X ist Rock, B ist Paper, Y ist Paper, C ist Scissors, Z ist Scissors. Wird also aufgelöst, was ist was. Und dann wird die Runde damit simuliert. Das gibt uns den Result. Und den können wir dann anhand einer Punktetabelle, die habe ich hier definiert. Ja, Rock gibt einen Punkt, Paper gibt einen Punkt, Scissors gibt einen Punkt. Lose gibt keine Punkte, Draw 3, Gewinn 6. So, wird also einmal anhand der Punktetabelle meine Figurenwahl ausgewertet und dann wird tatsächlich ausgewertet, ob ich gewonnen habe oder nicht und entsprechend dann Punkte aufaddiert und dann gibt es den Score zurück und das printe ich dann aus und wenn ich dann Part 1 einmal laufen lasse, kommt bei mir 15.572 raus. Das war hier oben meine Antwort, die war korrekt. Und Part 2 ist sehr ähnlich gelagert. Jetzt gibt es eine Strategie. Jetzt haben wir wieder die Figure Map. A ist Rock, B ist Paper, C ist Scissor. Aber X, Y, Z ist jetzt die Strategie. So, X heißt, ich lasse links gewinnen. Y heißt, ich spiele auf Unentschieden. Z heißt, ich, also das rechts gewonnen hat. So, dann auch wieder der Score von 0, wir starten vom Score von 0. Derselbe Raw-String wird wieder gesplittet. Links wird anhand der Figure Map aufgelöst. Rechts wird anhand der Strategie aufgelöst. Und da bekomme ich also den linken Zug, das gewünschte Endergebnis, simuliere wieder meine Runde und rechne die Punkte auf. Gebe den Score zurück und fertig. Führe auch vorher noch den Test anhand des Anschauungsbeispiels durch. Kann ich ausführen. Zack, komme ich auf meine 16.098. Das war hier meine Antwort. Sie war korrekt. Wie gesagt,
anhand meines für mich individualisierten Inputs. Ihr habt einen leicht anderen Input, für euch kommen entsprechend andere Ergebnisse raus. Aber das war mein Ansatz. Das bringt uns zum Ende diesen Tages. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch das Video gefallen hat, liked und subscribed. Und dann bis die Tage. Ciao, ciao.